Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Pixelmon Let's Play. Jo, der Pixelmon Pack. Jo, ich möchte gerade in diesem Part, bisschen Sachen erzählen. Zum Beispiel, jo, wir machen ja einen Server und ich mache ja immer wieder zwischendurch Livestreams. Und wir sind im Livestream hier durchgegangen. Ihr seht den Weg da unten durch. Ein bisschen geschaut, was es noch für Biome gibt. Hier müssen wir auch noch hin, da gehen wir eigentlich direkt dann hin. Und ich bin nach dem Livestream am Abend, also in der Nacht, dann hier nach oben gekommen. Hier haben wir auch endlich wieder eine Wüste. Und hier haben wir auch noch etwas, einen Wüstentempel, eine Art. Da gehen wir auch noch hin. Jo, und währenddessen erzähle ich vom Server. Also hier ist die Woodland Mansion. Sieht man halt nicht gut wegen den hohen Bergen. Genau, und ich möchte gerne mal schauen, ob es einen Sattel gibt für Pokémon. Nein, also man muss irgendwie fliegen lernen und ich weiß nicht, wir suchen einfach mal Attacken lernen und schauen, ob ein Vieh, ein Pokémon oder Pixelmon fliegen lernen kann oder so. Genau weiß ich es nicht, wie man fliegen konnte. Oder es wirklich nur Pokémon sind, die fliegen wirklich realistisch machen können oder so. Ich kann ja nochmal schauen. Wegen, ja, es ist wirklich nichts. Also ich habe keine Ahnung, also ich müsste mal nachschlagen oder so. Können wir auch noch machen. So. Es gibt so Schreine, okay. Cool. Aber die würde man eher finden, oder? Es gibt auch die verschiedenen Bärenboote. Die muss man irgendwie kochen, hä? Ich denke, die muss man kochen, die Apikokosfrüchte. Ich sehe jetzt gerade nicht nach einem Sattel oder so. Es ist, ja, ich denke, das ist einfach so der andere Mod da, der sagt schon, Chocobo-Mod und so, wo einfach irgendwelche Sattel hatte, die man craften konnte. Aber hier in dem Mod nicht. Es hat schon Ewigkeiten her, seitdem ich nicht, ja, wieder so viel Pixelmon gespielt habe, also eigentlich 2017, als ich den Server hatte, der wirklich gut lief und wirklich viele, auch internationale Leute kamen. Da müssen wir schauen, ob wir irgendwie, jo, auch Leute haben, die übersetzen können und so. Ich denke, ich kann schon ziemlich gut übersetzen, aber nicht so heftig. Ah, ich bin voll Mist. Kartoffel braucht doch kein Mensch. So, also schwarze Rosen haben wir hier gefunden. Schön, schön. Und jetzt gehen wir mal kurz zurück. Das hat keinen Sinn, immer so volles Inventar zu lassen. Das sind die Sachen, die ich im Livestream gefunden habe, denke ich. Genau. Ja, und die auch. Jetzt machen wir noch die Rest hier rein. Und ja, einen Sattel kann man natürlich auch nicht aufsatteln, oder? Also man ist einfach, man weiß es nicht, also ist man ein bisschen am Struggeln. Also du kannst sicher fliegen, komm. Nimm einen Sattel ab. Nimm einen Sattel an, du. Nimm den Sattel an, du. Ich weiß es nicht. Aber kann er nicht fliegen, er ist noch zu klein. Ja, also er ist schon groß genug, hoffentlich, aber das Mapo kann auch nicht fliegen. Nö. Also gut. Fertig jetzt. Ich möchte kurz. Oh, ich möchte wieder dorthin. So. Ich möchte kurz, ja, reiten. Und jetzt gehen wir einfach in dieses Bio. Boah, ich kann ja nicht sehen, ey. Ich sehe nicht mal etwas. Ey, wie schnell. Krass. Ich würde sowas von sterben, wenn ich irgendwo runterfahre. Hallo, liebe Zuschauer, helft mir. Nicht nur Zuschauer, nein, nein. Helft mir. Okay, jetzt hat wieder etwas sich generiert. Krasse. Also, wie wird der Server aufgebaut werden? Wir dachten, wir werden wirklich die Version, die am neuesten ist, wählen, die 1.20.2. Und dann dort einfach Mods in einem Modpack reintun und dann euch geben. Das heißt, oh, das heißt, es werden manche Mods nicht drinnen sein, die hier in 1.16.5 gibt. Also DecoCraft gibt es nur für 1.16.5 und weiß nicht, Chisel und Beats auch nur bis 1.17. So Sachen. Und da müssen wir halt einfach schauen, oder?
Wie geht das am besten? Und bis dann brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Oder ihr dürft gerne uns helfen, dass es schneller geht. Auf dem Discord, oder ich schreibe das auch nochmal in die Kommentare, dann könnt ihr das nachschlagen auf dem Discord. Und dort auch schreiben natürlich. Wer ist ja Discord da? Ich muss irgendwie da drüber kommen, aber nicht so. Das ist ein bisschen schwer. Ah ja, ich habe ja ein Boot gehabt. Wo ist mein Boot? Meine Güte. Also nur, dass ihr es wisst, mir geht es sehr schlecht momentan. Ich muss jetzt mich doch ein bisschen. Boah, wie groß der Name ist. Bisschen konzentrieren mehr und alles Mögliche. Geiles Boot. Hui. Tschüss. Werkbank. Ein Pilz, okay. Ein Pilz, Pokémon, ein Pilz, Pokémon. Nicht ein Pilz, nein, ein Pilz. Das ist ein Pilz-Pokémon, das ist billig. Nein. Das ist auch ein cooler Vogel, der hat auch, glaube ich, verschiedene Farben oder so. Also ich muss sagen, ey, Pixelmon so. Ich muss das Ding haben, der Fisch da, der andere Fisch, Milotic-Fisch da. Wie heißt der? Das ist nicht der Barschuf, das ist der. Oh, wie heißt der schon wieder? Naja, wie heißt der schon wieder? Hä? Was nur eine Insel Mist. Aua, Mann, mit dieser Bärenbüsche. Ja, und ich bin scheinbar schon relativ, ja, so ein bisschen verpowert wegen der Krankheit. Jetzt muss ich einfach wissen, oder wie mache ich das am besten, um euch da noch einen riesen Gefallen zu machen mit dem Server und alles. Und wie viele Parts und letzten Livestreams kann ich überhaupt noch machen und will ich machen? Also ich will mehr machen, als ich kann. Oh, geil. Was bist denn du? Picolente? Nach Weiterentwicklung? Oh, ich will dich haben. Welches Level bist denn du? Du bist Schwadroness. Du bist ein Schwan. Was ist deine Vorentwicklung? Sieht irgendwie so aus wie Ding. Es ist nur blau, oder? Was habe ich jetzt gerade gesagt? Picolente, die ist nur blau. Und dann wird sie weiß. Nein, es ist nicht der gleiche Typ Vogel. Egal. Ich bin ja sowieso nicht gerade so gebildet. Ich bin eher eingebildet auf Pokémon. ja, ich möchte natürlich nur das Beste auch für mich, oder? Und das ist meistens am schwierigsten, wenn man doch auch am meisten davon. Jo. Wie sagt man denn? Man wird einfach mitgerissen, oder? Davon leidet oder davon. Nein, nicht leidet, weil es ist ja etwas Schönes. Aber die Krankheit und so ist nicht so schön. Es ist einfach zu viel Power bei mir drinnen im Kopf. Und ja, im Körper eigentlich auch. Nur muss der Kopf ruhen, damit der Körper wieder. Nein, nicht der Kopf muss ruhen, der Körper muss ruhen und der Kopf kann nicht ruhen. Das geht nicht. Ich muss Livestream, Let's Playen und so. Ein Pixelmon beruhigt mich am meisten. Das tut mir so gut, dass ich aber sagen kann, ja, ich mache jetzt weiter und weiter. Das aber irgendwie, also nur gelbe. Ich weiß nicht, ob ich die überhaupt habe, Espe. Ob ich Espe nicht, weil das ist da. Ja. Soll ich den fällen? Ich fälle einfach den Baum hier. Ich gehe gar nicht dort in den Espenwald, weil hier ist auch eine Espe. Okay, es sind scheinbar Birken. Man sieht es auf der Map nicht. Jo, ich habe mich jetzt wieder ein bisschen beruhigt. Dankeschön. Danke fürs Zusehen, wie ich mich beruhige. Nein, wie ihr Spaß habt oder wie ich Spaß habe vor allem. Und genau. Machen wir weiter. Gut genug. Ja, nicht kritisieren. Nein, nein. Ihr dürft gerne ein bisschen kritisieren, aber bei mir liegt es einfach ein bisschen manchmal an der Krankheit. Und eben, ich kann keine Pause machen. Ich muss es machen. Pixelmon beruhigt mich mega. Und jetzt nachher kann ich vielleicht noch ein bisschen Last Epoch aufnehmen. Eventuell noch ein bisschen Transportfieber, aber dann werde ich wieder ein bisschen K.O. sein. Muss ich wieder ein bisschen warten auf, ja, vor allem die anderen Let's Plays und Livestreams. Und Pixelmon kann ich immer machen, irgendwie. Habe ich so das Gefühl. So, also wir haben noch einen Georock.
Dein Ernst? Das ist doch kein Georock, das ist ein Georockchen. Hm. Genau, ich wollte hier runter, stimmt. Es ist schon schön hier, hä? Auch wenn es nicht gerade so mein Stil ist. Ich möchte auf jeden Fall die Honig-Pokémon, Honigweichsel, glaube ich, heißt eins. Irgendwie so haben, wegen Honig, aber dann machen wir einfach etwas anders. Also, ja, wir machen einfach das, was wir können. Bauen. Jo. Und hier einfach ein bisschen von diesen Blüten absehen. So. Das habe ich vielleicht dann schon. Ja, es ist ein bisschen schwieriger geworden, an Baublöcke zu kommen. Und es ist nicht so schlimm, es ist. Das ist japanische Idee. Cool. Gibt es solche speziellen in Japan? Okay. Weil Orchideen kenne ich eigentlich gut, aber japanische irgendwie nicht so. Orchideen sind halt schon ziemlich. Ach komm schon. Ja, ist gut, ich mach's gleich. So Kleeblätter auch. Ja, ich weiß, liebes Spiel, mach nicht immer so. Was ist das da unten, das rote Pokémon? Irgendwo hier. Ist das Flabébé in Rot? Nein, weiter oben. Ich dachte, Flabébé wäre. Ja, es ist auch orange, okay. Wer wäre gelb gewesen? Hornli, ist es auch nicht. Da ist es irgendwie. Ah, das ist das kleine Feuerschwein, oder? Nein, es ist das hier. Okay. Es gibt irgendwie so ein kleines Feuerschweinchen. Und das möchte ich eigentlich auch gerne haben. Also ich meine jetzt nicht der Starter, ich meine ein anderes Feuerschweinchen oder größeres Feuerschweinchen irgendwie so. Das meine ich. So, den habe ich ja auch schon gespielt in einem anderen Projekt, Pixelmon-Projekt damals. Der Enton. Der Enton. Kennt ihr den Enton? Das ist der Bruder vom Anton. Und dann gibt es noch den O-Ton. So. Das ist auch nur so ein Tempel, wo wir noch nicht brauchen. Ja, ich wollte ja noch zum anderen Biom hochgehen. Das reicht jetzt hier. Hier weiter. So, wo haben wir Savannendorf? Da. Jetzt mache ich langsam aber auch die Waypoints wieder aus. Ja. Ist denn der? Da. Also Birkenbiom muss ich nicht mehr haben. Dorf brauche ich nicht mehr. Mine brauche ich dann noch. Savannendorf brauche ich aber jetzt eigentlich auch nicht mehr. Okay, machen wir an. Woodland-Menschen machen wir aus. So. Und hier oben haben wir noch ein bisschen Loot, denke ich mal. Was haben wir denn? Neue Pokébälle, bitte? Jo, wieder Bälle. Aber, wieso leckt das jetzt gerade heute wieder so? Pixelmon-Mod ist manchmal sehr Anforderungen. Also ladet halt immer wieder sehr stark nach. Das wird dann vielleicht mit den anderen Mods nicht mehr so der Fall sein auf dem Server oder so. Hoffen wir einfach. Wir müssen ein bisschen testen, also wir machen einfach so Beta-Tests auf dem Server. Wieso ist Leo Feo, das ist ein Feuerwolf, Löwe. Auf Schweizerdeutsch heißt es Löwe. Genau. Und dieser hier, der gibt irgendwie gute Items, glaube ich. Ich weiß nicht, ob Doppelkick das macht. Kugelsaat, Pflanze, Doppelkick ist irgendwie. Den Pflanzen nicht dreimal getroffen. Hä? Wie viel Mal hat er gekämpft? Der hat irgendwie Kugelsaat eingesetzt, also fünfmal getroffen oder so. Okay. Verstanden. Eigentlich Togedemaru, oder? Ne, es sind Pflanzen-Pokémon, aber Rera tut was. Aboretos. Aboretos. Nur Aboretos, okay. Ist mir egal. Die Namen sind doch ein bisschen schwieriger. Boah. Oh, die geben tote Büsche. Ich dachte, die geben irgendwie etwas Spezielles. Etwas Seltenes. Egal. Smallleaf habe ich gesammelt. Ah, da kann ich jetzt mal kurz zeigen. Noch. Ich habe drei Pokémon, glaube ich, gefangen. Das zeige ich euch noch kurz.
Das interessiert euch doch auch ein bisschen mehr als kurz herumlaufen. Also eines ist das Shinux, das ist hier in der Nacht gespawnt. Das Molif ist jetzt auch hier in der Nacht gespawnt. Und Traunvogel ist bei der Menschen. Nein, in diesem einen Waldbiom hier unten gespawnt. Hier. Im dichten Wald hier. Und hier habe ich nachgeschaut, sind einfach diese gelben Bäume noch. Ja, und dann ist hier noch irgendwas. Das ist ein Zelt, könnte ein Zelt sein. Aber wir gehen jetzt hier hoch zur Pyramide, gell? Ich will zur Pyramide, also hier hoch. Ah, da kommen wir nicht wieder rum. So ein doofes Pokémon sind, man hat einfach irgendwie mega den tiefen Boden. Könnte ich irgendwas noch abfarmen hier? Ein bisschen mehr Brot. Ne? Okay, weil lange bin ich in diesem Dorf noch nicht gewesen. So, was haben wir denn für Sachen zum hier rein tun? Hier mehr. Ah, ne? Ist schon voll. Okay, gut. Sonst, ja, möchte ich natürlich gerne wirklich wieder mehr Pokémon fangen, gegen Trainer kämpfen, eben Attackenlehrer suchen. Die spawnen auch nicht so viel mehr, habe ich das Gefühl. Sind wir nicht mehr so lange unterwegs, lange am Stehen, hä? Ich bin jetzt momentan echt ein bisschen schneller geworden. Ich müsste wieder langsamer werden. Ein bisschen warten, bis die Spawns auch kommen. Und dann kommen auch die Charaktere oder die NPCs. Okay, wir müssen ein bisschen in die hintere Richtung gehen. Ah, da, Girafarig war auch eines meiner Lieblings-Pokémon. Hier ist so ein Adler-Baby. Oh, der Koala. Den Koala möchte ich haben. Der ist aber ein bisschen höherlebig. Ich will einen Koala und einen Giraffe. Boah, ein Blitzer. Ich will einen Blitzer. 48. Und da oben ist der Koala. Okay. Du bist irgendwie höher, hä? Bist du irgendwie so 30, 40? Bist du höher? Man sieht's nicht. Das Ding, ja, Stahlvogel-Ding. Panzeron. Also, wir müssen in die Richtung, gut. So ein Mist. Boah. Wieder so eine Familie. Ich liebe Familien. Pokémon. Jo, nice. Hier geht die Saft. Hier geht die Party wieder ab. Hier geht die Saft ab. Also, es ist eine normale Pyramide. Schade. Wir könnten auf dem Server dann so diese Strukturen-Mods noch eintun. Aber dann leckt es halt wieder bei der Generation oder so. Muss ich mal gucken. Okay. Da haben wir recht viele Akazien oder so. So diese großen Fächerbäume. Und du bist Banette. Ist ein Fluch-Pokémon oder so. Was soll ich dazu sagen? Ich weiß nicht, was ein Fluch-Pokémon eigentlich sein soll, beziehungsweise ja schon, aber okay, ein Dorf. Was ich jetzt darunter vorstellen kann, weiß ich einfach nicht. Eines, das immer nur Fluchattacken ansetzt, ja. Aber was, für was es genau das macht und so, das meine ich. So, Flamme. Lag. Okay, wisst ihr was? Das müssen wir jetzt gerade wieder ein bisschen cleanen. Ich mach mal hier einfach. Wie ist denn? Das ist nicht normal. Ich werde sowas von vollgestopft, voller Items. Ja, der Biom-Mod ist vor allem halt das, was halt extrem viel Items gibt. Es ist mühsam. So. Es ist echt mühsam, vor allem der Pokémon, also der Pixelmon-Mod hat auch sehr viele Items. Beziehungsweise noch mehr. Also es ist schon ein bisschen. Also auf dem Server würde ich euch empfehlen, einfach immer das Nötigste mitnehmen. Und die anderen Sachen irgendwie dann erhandeln oder ja, einfach weiter nochmal suchen.
Wir werden vielleicht ein gutes Home-System dort machen, dass ihr nicht allzu viel immer zurückmisst. Und ich freue mich natürlich wieder auf die Hardcore-Spieler, die mich auch wieder ownen werden. Die mir sozusagen wieder zeigen, hey, ich bin der bessere Spieler als du, Drag, oder bist ja nur ein Livestreamer und Let's Play. Du kannst gar nicht so viel spielen, hey, gib mir das Geld. Und so Sachen. Ich werde sehr viel herausgefordert, das weiß ich. Oh, geil! Ich habe schon lange mal so ein Salamander oder Krokodil-Pokémon gewollt. Ich habe eins gefunden. Ich könnte es holen. Das ist wieder die gute Minecraft-Musik. So, ich könnte es holen, ne? Ich hole das. Trainer vielleicht mal klauen wir zu. Jo, ich denke, das reicht. Und ich nehme einen Levelball, wäre nicht schlecht, oder? Dann nehmen wir noch einen Flottball. Der hat, glaube ich, mega wenig, in der zweiten Runde schon mega wenig Stärke. Also bricht mega schnell zusammen. Ja, habe ich schon gedacht. Okay. Ein Levelball? Oder einfach ein Hyperball? Also dieses Pokémon trainiere ich jetzt. Das wette ich. Das ist eines meiner Lieblings-Pokémon jetzt. Okay, gut. Hätte ich schon einen Levelball nehmen sollen am Anfang, aber hab's noch nicht so gewagt. Und Pionskora, du bist eigentlich auch ziemlich geil. Ach komm. Aber jetzt dieses Mal nochmal so ein Flottball zuerst. In der ersten Runde Flottball. Zweiten Runde nützt es nichts mehr. Denke ich mir. Ist einfach zu schwach dann. Okay. Levelball. Levelball. Ich nehme jetzt nur noch Levelbälle. Für die kleinen. Also für die unter Level 20 oder 25 Pokémon. Ja. Ist das schwerer zu fangen? Und habe ich nur Glück gehabt im letzten. Okay, gut. Boah, Levelbälle sind so stark. Was ist das? Ein Kaktus? Was? Kaktuschen? Ein Kaktuschen. Ja, nein, das sind Kakteen. Ist doch kein Kaktuschen. Oder ist ein Kaktuschen wirklich eine eigene Ding? Art, oder? Haben wir Kakteen eigentlich schon gesammelt? Ich glaube schon. Ja, ja. Im anderen Wüstendorf. Egal. Nehmen wir trotzdem mit. Aber ich will diese Kaktüschen essen. Und die pflanze ich dann ein und mache da so einen geilen Käfer. Ja, genau. Die Kakteen Käfer-Arena. Also nicht Arena, sondern Villa. Villa-Abtei. Du bist ein Kaktus. Marokkomba. Und du, Wikibär. Okay, kenn ich nicht. Karkobär. Also, da haben wir das Pokémon Center endlich. Gut, also, wunderbar. Ja, es ist richtig cool, ey. Es motiviert überall. Natürlich gibt es eben da diese vollen Inventare immer wieder und so Sachen. Da bin ich aber auch selber ein bisschen schuld. Ja. Ich denke, den Bus. Ich würde ihn gerne leveln gerade, aber ich tue jetzt mal den Bus echt nicht leveln. Wir haben nämlich schon Elektro, oder ist es auch Elektro? Stahl? Lol. Das ist doch eine Hut, das ist Stahl. Und du bist nur Fee. Du bist kein Käfer? What the fuck? Du bist doch ein Käfer. Du siehst wie ein Käfer aus. Ein schlimmer. Könnt ihr im Netter eine Festung finden, mir davon erzählen? Ja, das machen wir eigentlich gleich mal irgendwann. Ja, mache ich. Und du bist ein Sandan? Wo ist der Eingang? Aha. Du bist einfach hier drinnen gespawnt. What the fuck? Das ist einfach so ein Tempel wieder. Ach, schade, die andere Items gehen nicht rein. Und die Bäre geht auch nicht mehr rein, klar. Okay, der Tempel. Ja, ich möchte jetzt mal das Eid mitnehmen.
Wo ist jetzt das Item? Muskelband, wo ist das Item? Ich habe das Item nicht bekommen. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Ich habe kein Item bekommen, der Mod ist verbuggt. Okay, das müssen wir merken. Tun wir doch mal die Sandstufe. Was? Unit? Unknown-Block. Tja, jetzt sind wir wieder voll, hä? Schade. Ich habe das alte Muskelband nicht bekommen. Ach man, das ist so nervig mit diesen Schuhen. Okay, gut. So. Ich möchte einfach noch die Bälle holen hier. Und Fernseher. Ja, wie der Ball auch nicht. Hm? Nee, nee. So, Hyperbälle mal mehr einsetzen. Die haben schon viel zu viel. Das waren die Superbälle. Tja, okay, chillen wir mal ein bisschen. Oh, gut schön. Die Bäume hier sind irgendwie Savannenbäume, Holz, also Eichenbäume. Joshua-Ding, okay. Wie ist denn... Ja, 2. Gut. Also ich muss hier ein bisschen schauen, ne? Dass wir da irgendwie... durchkommen mit so vielen Items, alles und... ich werde mal wirklich weit nach Westen gehen und damit wir wirklich viel farmen können. Das machen wir dann in Livestreams, farmen Glas. Dann noch die Pokémon fangen, also besiegen die wirklich die Items geben für die Villa. Für das erste Segment, sonst machen wir einfach nicht Käfer, sondern irgendwie etwas anderes zuerst, wo wir einfach die Items, die Blöcke haben. Okay. Ist das eigentlich das Beste, oder? Weil das ist sonst wirklich zu schwer, so. Also auf dem Server werden wir so vieles dann einfach vereinfachen. Dass es angenehm für euch ist. Aber so im Singleplayer alles zu bekommen und dann noch zu bauen. Ich baue nicht, weil ich die Blöcke nicht habe. Ich baue gerne. Aber ja, das ist halt das Problem, oder was? Was einfach nicht gut geht. Hier, glaube ich. Also, da. Nee, also hier sind mal... Ich habe die blauen noch nicht angepflanzt. Ich probiere jetzt einfach mal kurz noch einen Saft zu machen mit euch. Ja, kurz einfach. So. Wir haben ja noch andere Beeren. Dann nehmen wir einfach mal die Trash-Beeren und die Tahai-Beeren. Versuchen wir einfach mal, das so zu machen. Ich muss da, glaube ich, ein Ding drunter machen. Einen Trank, eine Flasche. Mit Wasser drin. So. Hey. Ich will nur Wasser haben. Dankeschön. Gut, so schnell. Und hier kommt noch irgendwas Kohle. Ein bisschen Kohle muss es sein. Also es passiert irgendwas. Okay. Ja, was passiert denn? Es dauert einfach mega lange oder was? Hä? Oh, Tanzen groß, cool. Was haben wir sonst noch? Da dieses komische Vieh wieder. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wie das Pokémon hier wo gewesen ist. Ninjada, das heißt, sich weiterentwickelt. In die spezielle Form. Ich glaube, es muss irgendwie, weiß ich, Metallmantel oder so tragen. Irgendwie ein Item tragen und dann zufällig oder es spaltet sich, glaube ich, ab. Ein Pokémon ist die Höhle natürlich und die andere ist natürlich das aus der Höhle gekommene Pokémon. Aber genau weiß ich es eben nicht. Das habe ich damals mal gemacht einmal. Und sonst nicht mehr. Also der Verschmelze, der
Ich glaube, da müssen gekochte. Ja. Okay, dann machen wir das mal nicht. Bis wir das mal wissen. So. Gut. Also, dann nächstes Mal noch ein bisschen anpflanzen. Ich wollte kurz die hier. Gut. Jo. Schönen Tag. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Und ja, das Server kommt bald. Tschüss.